hier am Aktivpool. Einen schönen guten Morgen. Wir haben jetzt 7:15. Hier für kleine Kinder. Ich habe mir gedacht, weil euch das Video so gefallen hat mit dem Weg zum Strand, drehe ich einen zweiten und einen verbesserten Teil. Animation. Auch hier mit Bühne. Letztes Jahr hatte ich noch ein großes Lob ausgesprochen, was das Thema Liegenreservieren angeht. Dieses Jahr ist es anders. Jetzt werden mittlerweile Liegen reserviert. Hier wird zwar auch in 4 Sprachen darauf hingewiesen, dass man es nicht machen soll. Aber das hat wohl alles seine Gründe. United. Sollen wir mal zum Frühstück einmal gehen, gucken? Nur gucken, nichts anfassen. Gut, machen wir nicht nur mal den Weg zum Strand, sondern auch das Frühstück mit. Eine Riesenauswahl an Brot und Backwaren ist hier in der Türkei eine Selbstverständlichkeit. Die Auswahl ist wirklich riesengroß. Über Käsesorten. Cheddar, geräucherter Käse, saurer Käse, veganer Käse, Salate. Croissants, Panade mit Käse, Panade ohne Käse, Spiegelei, gebratener Käse, Sucuk, wie heißt das, Sucuk, gebratene Kartoffeln. Es gibt Tage, da kannst du dich überhaupt nicht entscheiden, was du essen magst. Hier auch zig Varianten von Oliven. Aufstriche, Marmeladen. Hier Honig, Butter. Obst, eingelegtes Obst,
Kaffeeautomaten. Auch hier vorne. Hier frisches Obst, frisches Gemüse. Alles, was das Herz begehrt. Kaffeeautomat auf Knopfdruck, Kaffee, Milch. Frisch gepresster Orangensaft. Morgen. Morgen. Hier ein Kinderpool auch. Und der Ruhepol, so nenne ich ihn. Aber, wie gesagt, es geht jetzt los hier mit dem Liegen reservieren. Liegen auch schon einige am Pool. Das war letztes Jahr nicht so. Da wird extra aufgestanden, um sich schnellstmöglich eine Liege klar zu machen. Tja, hier oben in der zweiten Etage ist die, da ist eine Bar, eine sehr unterhaltsame Bar. Hier auch eine Marina Bar, kriegst du Cocktails, Kaffee, Bier, sowieso das Wichtigste. Wasser. Hole ich mir heute wieder eine Flasche, da nehme ich mir wieder eine Flasche mit. Ich kann wetten, wenn ich nachher wiederkomme, dann ja, da werden hier alle Liegen belegt sein. Hier ist die Kinderanimation oder die allgemeine Animation. So ein kleiner Kinderspielplatz. Eine Bühne. Dart da hinten. Gibt genug. Also Langeweile wird hier nicht aufkommen. Gehen wir mal zum Strand. Genau wie letztes Jahr. Nur ein bisschen ausführlicher und interessanter gestaltet für euch. Hier ist die Haltestelle für den Shuttle, der zum Strand hin und her pendelt. Es fahren zwei Shuttle. In der Regel wird das so gemacht, dass einer schon bereit steht, während der andere unterwegs ist. Der Transfer dauert wirklich nur 5 Minuten, mehr nicht.
Wenn du das fußläufig machen möchtest, dann solltest du aber ein wenig körperlich fit sein. Den Grund zeige ich euch gleich. Die ersten sind auch schon auf dem Weg zum Strand. Das ist immer noch das Hotel mit mittlerweile 35% Weiterempfehlung. Aber das sind die aber auch selbst schuld. Da ist kein Konzept. Ich möchte kein Hotel schlecht reden, aber ich sage es euch, wie es halt ist. Weißt du, ich habe den Namen vergessen von dem Hotel. Steht auch nicht so dran. Hier geht es bergauf. Über eine Strecke von 150 Metern. Leicht. Ist aber schon bei einer Außentemperatur aktuellen von plus 30 Grad jetzt anspruchsvoll. Kleine Mimi. So. Hier stehen wir wieder auf der Anhöhe. Davon ist das Jangaden Resort. Nennt sich Bazar, ist aber nicht wirklich einer. Hier kannst du Autos mieten, Tagestouren machen, Boot fahren. Steht ja alles. Jeep Safari, Karpadokien. Ist aber alles ziemlich weit weg. Super Reisetipps, ja. Ein Friseur, eine Apotheke. Die Dinger kannst du dir ausleihen, 10 Euro die Stunde. Hatte ich eigentlich noch auf dem Schirm. Vielleicht mache ich das. Optika. Cholakli Optik. Egal. Was ein Riesending.
eine von vielen Dolmus-Haltestellen. Hier steht es ja, was da steht. Also, unser Dolmus fährt nach Manavgat im Abstand von 10 Minuten. Außer am Montag und Donnerstag. Da fahren wir im Abstand von 5 Minuten. Gut zu wissen, denn wir wollen Donnerstag einmal zum Bazar nach Manavgat. Nicht schlecht. Arcanus Trendline Resort Ziede. Schön. So, hier steht's. Das kleine Schild da auf der mittleren Insel. Beach 150 Meter. Alba Queen, das hat auch sehr gute Bewertungen. Ich gehe den gleichen Weg mit euch ab. Genauso wie im letzten Jahr, ungefähr zur gleichen Uhrzeit. Hier ist ein schöner Gummibaum. Hört euch gar nicht auf, dass ich so gar nicht so stark am Atmen bin, weil die Luft hier einfach besser ist als bei uns. Meeresluft. Hier sind auch so ein paar private Ferienanlagen, Ferienwohnungen. Definite Dream Resort ist auch ein sehr schönes Hotel in erster Reihe. Was mich hier aber wundert, ist, dass ich habe es gestern bei meinem Strandspaziergang entdeckt, dass das gar nicht, praktisch gar nicht ausgelastet ist. Also unser Hotel, das ist, ich kann schon fast sagen, zu 100% ausgelastet. Sonst hätten wir das Problem mit den Liegen. Reservieren jetzt nicht. Das schon, nee, ich habe gedacht, da kommt schon der Shuttle. Also morgendlicher Spaziergang tut auch gut. Jetzt kommt natürlich das Allerschönste. Da vorne ist schon das Meer.
unmöglich mit den Dosen wegschmeißen. Führt Dosenpfand ein, dann habt ihr das Problem nicht mehr. So, und hier ist es sehr, guckt euch das an, es ist ziemlich steil. Das meinte ich mit körperlich fit sein. Also für Senioren ist das weniger geeignet. Die sollen doch bitte dann auf den Strand-Shuttle zurückgreifen. Hier ist auch eine Haltestelle, eine Wartezone. Hier hält auch hier vorne der Shuttle an, von dem ich gerade erzählt habe. Die Öffnungszeiten von der Beach Bar beginnt ab 10 Uhr. Rest brauche ich euch nicht erklären, steht dort. Auch hier hast du alles. Kaffeeautomat, frische Getränke. Hier gibt es warme Mahlzeiten, die täglich wechseln. Hier ist ein Salatbuffet. Gneiden! Warme Speisen, warmes Essen. Pizza, Chicken, Hähnchenfleisch, Chicken, so Hähnchenteile. Alles, was das Herz begehrt. Gnaden, Ali. Wir haben uns vorgenommen, dieses Hotel jedes Jahr zu bereisen, weil es einfach so perfekt ist. Ich habe nichts, aber auch wirklich gar nichts zu meckern, zu beanstanden oder zu bemängeln. 97% Weiterempfehlung bei Holiday Check. Könnt ihr selber schauen. Ja, ich muss nach unten. Ich liebe das Wasser. Da werde ich jetzt auch gleich hin. Herrlich. Dieser Ausblick am frühen Morgen ist einfach wunderschön. Ach übrigens, in Deutschland haben wir jetzt, also wir haben jetzt 7.08 Uhr hier. Ich runde mal auf 10 nach 7. In Deutschland haben wir jetzt 10 nach 6. Und hier gehst du jetzt runter zum Strand. Bei den Treppen müsst ihr ein bisschen aufpassen, die sind unterschiedlich hoch. Aber da gibt es, was soll ich sagen, wegen der Zuwegung zum Strand von der Bar aus, da gibt es immer noch welche, die das hier zu bemängeln haben. Auch in den Bewertungen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dann sucht euch doch bitte ein Hotel, was eine direkte Strandlage hat. Dann habt ihr das Problem nicht. Salzige Meeresluft ist einfach herrlich. Wunderschön. Übrigens, ach ja, hier vorne unten unter der Treppe ist auch noch eine Beachbar, eine kleine Version einer Beachbar, wo du wenigstens nicht hochlatschen musst und kalte Getränke besorgen musst. Brauchst du nicht. Hast du hier. Jetzt haben sie auch eine Neuerung. Umkleidekabinen, Umkleidemöglichkeiten und Toiletten hier. Für Mann und Frau ist klar. Duschen.
Liegen ohne Ende. Und hier ist nichts reserviert. Absolut. Ja doch, gut. Da vorne zwei Stück, aber was willst du machen, den Leuten das verbieten? Ich ziehe mal meine Schuhe kurz aus. Ich kann zu Volleyball spielen. Genießt diesen Moment hier, ist einfach wunderschön. Hier machen am frühen Morgen auch die ersten schon ihre Strandspaziergänge. Hier vorne sind Aktivitäten von Bananenboot über Jetski. Para, jetzt steht ja auch drauf da, Parasailing und. Du hast hier wirklich so viel zu tun. Oder du haust dich einfach auf die faule Haut und machst nichts. Manchmal so gerne wie ich. Das Meer hat eine Temperatur von, so wurde es vor kurzem gemessen, 26 Grad. Das ist auch sehr schön. So, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und hoffe, dass es euch geholfen und auch gefallen hat. Ich setze mich jetzt hier ein paar Minütchen hin und dann geht es auch wieder zurück zum Hotel. Ich habe nämlich Hunger. Danke fürs Zuschauen.